Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, da läuft direkt einer dieses Bild. Das ist der Dude D. Ey, der sieht aus wie ich. Oh mein Gott. Das ist völlig verarscht. Da wollte ich nur Hallo sagen und sofort kommt hier einer und sieht genauso aus wie ich. Jetzt. Oh, jetzt cool. Muss ich schießen. So, also nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt muss ich schießen. Du wirst sofort gewalttätig. Hast du ein Aggressionsproblem oder ist das bloß deine Meinung? Das ist meine Meinung. Das ist okay, dann kann ich nicht sagen, das ist seine Meinung, das müssen wir akzeptieren. Sagst du was gegen meine Meinung? Auf jeden Fall. Meine Meinung ist. Ich komm nicht raus! Du bist zu fett geworden. Du hast zu viele Kekse gegessen. Guck mal, es geht ganz leicht. Scheiße, jetzt kommt er da echt raus. Es geht ganz leicht. Du musst. Es ist da draußen. Okay, auf jeden Fall. Meine Mach Meinung die Tür ist. Zu. Ja, so. Meiner Meinung nach ist es toll, dass ihr hier seid. Deswegen sage ich auch Hallo und recht herzlich willkommen zu Minecraft bei uns auf dem Community-Server und mit dabei natürlich der sehr geehrte Herr Weltbester Mod oder auch bekannt unter dem Namen Sebbe. Und der sagt auch was. Nö, ich tu nur so. Nö, der sagt nichts. Ich sag jetzt die ganze Folge über nichts und das andere moderieren. Das ist dann quasi der schlechte Verbindungssimulator. Mhm. Herzlich willkommen zum schlechte Verbindungssimulator. Wir simulieren schlechte Internetverbindung. Geil. Achso, ich hab. Ja? Übrigens jetzt auch neu in der 2017er Version. Ja, mit, genau. Ja? Mit der Tochterfirma von Unity Media und Telekom. Also in doppelter Performance. Und wir nennen sie einfach Alice. Ach nee, das gibt's schon. Hier ist ja ein Wald nach Plan, ne? Ja, den hab ich mir da hingesetzt, weil ich Holz brauche für oben, für die Kirche. Ich könnte mir gut vorstellen, wie du hier so durchwanderst an nachdenklichen Abenden, über das Leben nachdenkst, über den Sinn des Lebens. Machen wir hier überhaupt? Warum sind wir hier? Hat es überhaupt alles einen Sinn? So als Priester kann man das schon mal machen, ne? Und dann sitzt du hier abends so an dem See, guckst raus und denkst dir so, oh. Was wäre gewesen, wenn... Nein, aber wir wollten eigentlich jetzt Regen, toll. Wir wollten eigentlich zu... Deathmaze. Dem Labyrinth. Und schon habe ich mich verloren. Ich bin bloß am Fluss entlang gegangen. Das hört sich auch sehr poetisch an, muss ich sagen. Sei froh, dass ich nicht gesagt habe, dass du zu anderen Ufern aufgebrochen bist. Bist du das da im Wasser? Ja, ich bin nicht im Wasser. Nee, das ist Jan. Ich bin schon längst da. Mann! Ich bin irgendwo. Ach da, jetzt sehe ich dich. Ich stehe am Steg. Ach, das ist übrigens mega episch. Hier so der Eingang so und alles, das sieht schon echt nice aus. André? Ja? Darf ich ja keine Blöcke zerstören dürfen und das Ganze im Peaceful spielen dürfen, werde ich jetzt von uns beiden den Spielmodus ändern. Jetzt kannst du mich nicht mehr schlagen. Schön. So. Jetzt müsstest du auch im Adventure-Mode sein, ne? Ja, ich bin im Adventure-Mode. Gut, das heißt, André? Ja, what is happening there? Ich stell mal ganz... Ach nee, ich hab kein Holz mehr. Hast du noch Holz dabei? Warte mal. Ich hab seltsamerweise Redstone dabei. Redstone, was im Inneren passiert, ist einfach nice. Nee, ich hab leider kein Holz dabei. Na egal. Dann sorge ich mal ganz kurz für welches. Beziehungsweise für zwei Kisten. Und noch ein zweites Schild für dich. Nein! Guck mal, jetzt schämt er sich. Jetzt schämt er sich, weil er den Block kaputt gemacht hat. Ja. Das soll er sich auch. Bitte. Das so, André, auch. Kommst du? So, genau. Aber wir gehen, das ist der Jan übrigens gewesen. Jan und Skyrider. Wir gehen, hier entlang. Und, Alter, steht hier auch eine riesige Statue? Sieht das nur so aus?
Ja, komm mal mit, dann weißt du auch, wer das ist. Der kommt mir relativ bekannt vor. Ja, wer ist das wohl? Kenn ich gar Warte nicht. Warte mal. Kannst du dich bitte ausziehen? Aber nur das ist ein Satz, bist. Den ich schon immer sagen wollte. Da dreht sich um und er ist weg. Warte. Ich glaube, ich werde gleich disconnected. Nein! Weißt du, guck mal, das ist ein Ach, Zombie. Nein, ich bin ja im Adventure-Mode. Toll. Er geht direkt ins Wasser. André, warte auf uns. Greif den mal bitte an. Hat sich schon erledigt. Ich war ganz fleißig. Mit dem Kraft meiner Gedanken habe ich den imaginär... Ach stimmt, ich kann ja keine Kisten platzieren. Moment. Guck dir die beiden an. Guck so. Sie dir an. Ah, die rudern dann lang. André? Die sind bekloppt, ja? Ich stelle mal unsere Kisten zu meinen Füßen. Wir haben Kiste? Zu deinen Füßen? Ja. Ach, zu deinen Füßen? Zu meinen Füßen. Also hast du quasi Kistenfüße. Das sind... Und wenn du da jetzt Käse reinmachst, dann hast du Käsefüße. Ja, habe ich ja Käsekisten. Nice, wie sein Cape einfach komplett... Das sieht dahinter erst in der Aufnahme, André? Wie sein Cape einfach komplett durchdreht. Ja. Ich habe da extra jetzt eine Kiste hingepackt, wo du dein Inventar drin auswählen kannst. Ja? Ah, okay, das machen wir mal. Ich muss ja hinterher... Und ich muss ja hinterher... Aua, sterben. Das Einzige, was ich, glaube ich, drin behalten werde, ist mein Eisenschwert. Weil es ums Eisenschwert ist es mir jetzt nicht schade. Ich habe es ja schon mal gesagt, man müsste wirklich das Passwort verschließen können. Nein, es passt nicht alles rein. Wie viel Scheiß hast du denn dabei? Aber ist bei mir genauso. Ah, ich habe... Und sie fuhren gemeinsam gegen den Sonnenuntergang. Die Geschichte sagt, wenn sie nicht gestorben sind... Dann rudern sie noch heute. Das hast du sehr Danny schön Franny erzählt. Und Skyrider, meine Damen und Herren. So, jetzt kommt hier gerade ein zweites Kistchen. Und meint das. So, und der ganz restliche Scheiß kommt da auch noch rein. Und ich glaube, meine tolle Rüstung muss da auch rein. Ich will nicht, ja. Dass die verloren geht. Wäre schade. So awesome. Der Duta D hat sie ja damals gespendet. Vielen Dank, Duta D. So geil. Ich will jetzt einfach mal in deine Kiste reingucken, was du da so Tolles drin hast. Ach, so nackig habe ich die schon lange nicht mehr gesehen. Also ich trage immer noch Toga, ja, im Gegensatz zu dir. Ich bin nackt. Da hängt aber auch nix, ne? Oh, das ist mir jetzt aber peinlich. Daraus können wir eins schließen. Entweder er ist winzig klein oder er ist gar nicht erst vorhanden. Es ist sehr kalt hier. Es ist sehr kalt hier. So, ja, was ist das ja, denn? Ja, das sieht aus wie so eine... iBook, das sieht aus wie so ein Souvenirstand. Ich lese mal eben kurz das Buch. Alles klar. Das hatten wir schon in der letzten Folge. Das ist genau das Buch, was so. Ich vermutet habe. Das ist genau das Buch, das du vermutet hast. Also genau... Die üblichen Verdächtigen. Ja. Ach, hier stehen die Kisten. Ja, siehst du. Hätten wir auch hier ablagern können. Egal. Naja, gut. Aber erstmal will ich jetzt hier hinten schauen, hier bei diesem Altar. Das sieht ja mal mega geil aus. Oh, wie krass. Hier ist also. Hier ist also zwischenzeitlich ein. Wie kommt krass. Her, du? Eine riesige. Entschuldigung. Was ist denn auch für Altar? Der ist schon rot. Getränkt. Nein, das ist schon rot getränkt vom Blut. Hier ist also zwischenzeitlich mal eine riesen Halle entstanden. Ultra krass. Und hier geht's, wo geht's denn hier? Das Labyrinth da hinten, ne? Ja, ich denke hier vorne in den Klotz rein. Das ist übrigens liebevolles Spanking, ne? Das wisst ihr. Liebevolles Spanking, ja. Hier vorne, komm mal. Naja, ich, oh geil, wie die Sonne untergeht, voll schön. Auf jeden Fall... Vor allem über meiner Schulter. Ja, das passt schon. Ich will nicht. Ich hab Angst. Bereit zu sterben? Uah! So. Okay. Geil. Links oder ich war, rechts? Wir haben uns schon verloren, glaube ich. Ich bin in der Beta-Version durchgelaufen, glaube ich.
Ich bin in der Alpha, ich habe keine Ahnung. Stimmt das, dass das ist das, also hat hier schon mal jemand den Ausgang gefunden? Ja, ich glaube, einer hat es schon geschafft. Oh. Es gibt übrigens, Dunate ist wieder da, es gibt übrigens einen Trick, wie man durch jedes Labyrinth kommt. Durch jedes. André, kommst du noch mal einmal zurück in den Raum? Damit ich jetzt bald, du bist. Nein! Du bist, damit gut. Ich jetzt beiden Essen geben kann, weil ich merke gerade, wir hungern. Ja, ich bin schon ein ganzes Stück gelaufen. Ich gucke mal, ob ich überhaupt noch zurückfinde. Dann hole ich uns nämlich jetzt einfach mal 64 Steaks. Steaks? Oder Stacks? Ah, ich glaube ich doch. Ah ja, guck mal, Glück gehabt. So, hier. Mm. Oh. Nom 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 nom. Okay. So. So. Und es geht wieder los. Du rechts, also, was links. Ich gehe mal links. Was ich sagen wollte, es gibt einen Trick, wie du den Ausgang in jedem Labyrinth findest, sofern einer existiert. Weißt du, wie der geht? Also ich laufe immer links an der Wand entlang und schaue dann, wann ich in eine Sackgasse komme. Genau. Das ist nämlich der Trick. Du läufst immer links an der Wand entlang. Links oder rechts, das ist eigentlich egal. Ja, also du darfst halt nur die Richtung nicht wechseln zwischendurch, sonst. Da, also du musst dich halt immer links halten, dann kommst du irgendwann raus. Ach geil, hier ist eine Rüstung. Kann man die mitnehmen? Ich glaube. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Nein, Sackgasse. Oh, hier ist ein Loch am Boden. Weißt du, ob das beabsichtigt ist, dass man hier die Rüstung rausnimmt? Nee, kein Plan. Oh, ich bin. Weil ich habe hier so eine. Ich bin. Ich glaube, ich habe schon verkackt. Na, ich laufe erstmal weiter hier links. Aber ich wechsle mal eben mein Game Mode, damit ich dann nicht. Damit sich das nicht ganz so schnell zu Ende ist hier. Zu Creative? Mit Creative kannst du hier nicht durchfliegen, ne? Das weißt du. Nee, ich habe. Ich bin reingefallen in ein Loch. Und wäre da jetzt ersoffen. Fertig. Dann wäre ich ja. Du hast den Ausgang gefunden. Was? Ein Blümchen als Belohnung. Vielen Dank für Ihre Teilnahme am Deathmatch Testprogramm. Wir hoffen, Sie werden uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Ein Blümchen als Belohnung, Volker. Ich will auch ein Blümchen haben als Belohnung. Ah, ich habe ein Gänseblümchen als Belohnung. Mann, du bist ein Blumenkind. Ich will auch ein Blumenkind sein. Überlebender. Wie gut du einfach bist. Ich laufe hier rum und irre dadurch. Ich lasse aber schon mal von uns beide eine Nachricht da, ne? Mhm. Oh, ich weiß nicht, ob ich hier jemals rausfinden werde. Niemand weiß das. Suche ich noch heute. Also wenn. Schmier das Loch. Wenn du jetzt das schaust auf YouTube, dann laufe ich hier immer noch durch, in Wirklichkeit. Bist du jetzt hier und schaust das Hotel? Mache nichts anderes. Kennst du auf Kirmes diese Spiegellabyrinthe? Oh, die liebe ich. Die sind mega geil. Boah, das sieht. Was ist denn hier los? Hier guckt ein Totenkopf durch die Wand und man kann nicht durch. Wahrscheinlich Absicht, okay. So, wie gesagt, also ich hab schon mal jetzt hier Überlebende. Jan hat überlebt als erster. Oh! Der Lavizuma der Lavizuma hat es als zweiter geschafft. Vedette Ryzen hat es als dritter geschafft. Und dann habe ich mal für uns beide da gelassen 0x0c und 2x2 Silber in der Aufnahme. Ich wollte mal nicht so egoistisch sein und mich als Ersten nennen. Weil normalerweise hätte ich mich als Ersten nennen müssen, weil ich als Erster durch war. Das wäre mein Ding okay gewesen. Was ist das denn? Nein, aber der Esel nennt sich immer selbst zuerst. Und, ja, das stimmt. Das ist, stimmt schon. Da muss ich tatsächlich mich mal aufpassen, wenn ich irgendwie eine E-Mail schreibe oder so in der Anrede, dass ich dann nicht. Nein. Ich bin wieder am Anfang. Geil. Dass ich dann nicht aus Versehen mich zuerst aufzähle. Passt du mir jetzt zu? Nee, ich bin durch die Tür durchgegangen, wollte aber eigentlich noch auf dich warten. Oh, da kannst du. Ich glaube, du wartest da noch so ein bisschen. Ich rätsel hier gerade noch durch. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch in Spectator-Modus gehen und dich und ein bisschen rumfliegen da.
Aber irgendwie war das relativ einfach, den Weg zu finden, fand ich jetzt. Also Nattisnal, schöne Idee, aber Absolut geil, ja. bitte noch mehr Abzweigungen, ein bisschen komplizierter. Ich würde mich darüber freuen. Jo, ein bisschen komplizierter, ich laufe hier noch drin rum. Ups, ich sehe deinen Namen. Das Ich ist kann nicht Cheating. weit. Das ist Ich kann nicht Cheating. weit sein. Jetzt siehst du den nicht mehr. Juhu! Da hat das. Nice. Cool, ich bin Weil da. siehst du, ich war jetzt nach 2,5 Minuten fertig. Juhu! Und du jetzt nach 4 oder nach 5. Wie gesagt, ein bisschen mehr. Wäre schön. Nice, geil, juhu. Ah, das kannst du richtig geil ausbauen. Ja, auf jeden Fall. Da, Das, nimm dir dein Blümchen. Oh, Ding. Ja. Was viele nicht wissen, das Deathmatch-Testprogramm ist ja ein geheimes Regierungsprogramm unserer geheimen Regierung. Von Weil uns beiden. was wäre ein Dorf und ja, was wäre ein Dorf ohne eine Verschwörung? Das ist Und hier. unser Weg, die Weltherrschaft zu erringen. Wir verkaufen es als Touristenattraktion und im Bedarfsfall lassen wir die alle da drin So sieht's verrotten. aus. Die werden alle. Ach, hier kommt man wieder raus. Cool. Episch. Episch. Geil, gefällt mir. Richtig geil. Oh, guck mal, du bist ein bisschen dunkel angelaufen. Hä, wieso bin ich dunkel Oh. angelaufen? Mann. Das ist. Ach so, Oh, in der geil. Nacht. Da muss ich mal gucken hinten. Ah, warte mal, jetzt. Wo seid ihr denn alle? Wir sind beim Labyrinth. Wie geil die Sonne da jetzt aufgeht gerade. Hinter dem. Nee, jetzt muss ich gerade erstmal schauen, was du mit dunkel angelaufen meinst. Ah. Genau, du bist jetzt so bläulich gefärbt. Tag, Nacht, So ein Tag, Nacht. bisschen, ja. So, und jetzt genießen wir den Sonnenaufgang durch die bunten Kirchenglasfenster. Ich rutsche hier mal runter. Ui! Ach so. Also ich genieße jetzt gerade nur den Sonnenaufgang hier vom Opferaltar aus. Opferaltar. Opferaltar? Beleidigst du mich jetzt gerade? Was tue ich? Beleidigst du mich als Opferaltar? Nein, Opferaltar. Also das ist da, wo man opfert. Opferaltar. Ja, Altar und nicht Ja. Alter. Ich dachte, was gegen meine Meinung? Ich Nein, habe. ich will noch gar nicht in das Boot. Ach, du bist da schon. Das ist geil. Da ist übrigens noch ein Creeper unterwegs, ne? Der steht da. Hinter der Treppe. So, just saying. Ich weiß. Schnell meine Sachen aufsammeln. Aber ich glaube, der Creeper-Schaden ist ja sowieso aus. Ja. Obwohl? Doch. Also auch das speichert der. Ja. Nein! Jetzt hab ich weniger Platz als vorher. Ich muss mich erst anziehen. Ach, viel besser. Ich war sowieso so nackt. Du kannst übrigens mal in mich reingehen. Ich kann in mich, in mein Inneres, in mein Ja, du kannst tiefstes Innere. in mich reingehen. Da ist so eine Tür am Fuß an einem Ende. An einem Fuß Und ich ist da dachte eine schon, Tür. das war jetzt wieder eine Offerte. Tatsächlich. Bin in dir drin. Und zu tief gleich. Tut das nicht weh? Also wenn du durch den Fuß reingehst, dann eher weniger. Durch andere Körperöffnungen könnte es mehr schmerzen. Wie geil! Das ist ja die richtige kleine Hütte hier. Hier fehlt aber ein Bett. Hä? Da steht doch ein Bett. Hier steht ein Bett? Hier sind zwei Betten. Ach, das sind zwei Betten. Die sind im Boden eingelassen. Da klick mal Geil, rechts drauf. sah ein bisschen aus wie Teppich. Klick einfach rechts drauf, dann weißt du es. Ich kann nur nachts schlafen. Geil. Eine Herdtaste, eine Workbench-Taste und eine Kiste, in der ist nichts drin. Und ein schönes Gemälde. Ja, das war die Nattesnarl, die hat das auch hier eingerichtet. Also ich glaube, in meinem Texture Pack das Gemälde, ich glaube, das würde Sky ganz gut gefallen. Was ist denn bei dir für ein Gemälde? Ein Saturn. Bei mir ist es eine merkwürdige Pflanze mit roten Punkten und ein halb abgeschnittener Creeper. Das ist creepy. Also ein creepiger Creeper. Übrigens finde ich das auch sehr schön, wie du hier zwischen wirklich hier so durch meine Schärpe durchläufst. Zwischendrin. Das hat Schon sehr schon was. nice, ja. Das ist schon richtig gut. Auf jeden Fall nochmal ein Riesenlob an Nattesnarl. Das ist Auf echt. jeden. Allein schon die Größe. Ja, gut. Also ich würde Wetten drauf abschließen, dass es im Kreativmodus gebaut wurde. Nichtsdestotrotz. Auch hier das ganze Gebäude mit diesen riesen dicken Stahl, also mit den Pfeilern. Sieht schon Ja, das richtig ist sehr gut echt. aus, ja.
Ich bin Enderman gerade unterwegs. Ich will das jetzt nicht schmälern, dass es war, ne? So war das nicht gemeint. Schlag mich nicht wieder. Stehen die Kisten noch? Tatsächlich. Aber es sind keine Beschriftung mehr. Ich setze jetzt mal. Hier. Wollen wir Segel setzen gehen? Die Segel setzen? Ja. Und auf in Richtung Heimat? Auf in Richtung Heimat, das können wir gerne machen. Hier, ich setze das neben mein Haus, neben den Eingang. Wolltest du deine auch daneben setzen? Hier so schön neben die Tür? Jetzt setzt er das direkt vor die Tür. Ich bin ein Rebell. So. Hatte ich dich so eigentlich schon wieder? Was? Bist du eigentlich schon wieder im Game Mode 0? Ja. Was ist das hier? Jetzt auf jeden Fall. Verrat es nicht. Verrat es nicht. Denn? Das sehen wir in der nächsten Folge. Genau. Das sehen wir. Es ist schon wieder soweit. Das ominöse, nicht näher genannte. Boah, du hast Omi genannt. Omi, Liebe. Ich habe Omi genannt? Ja, Omi. Ominöse. Möse? Nöse. Omi. Ominös. Das ist die Schwester von Oma. Oma Gerda, das ist die Schwester Ominös. Juhu, also. Vergiss Oma Kieseler nicht. Ja, die darf das nicht hören. Jedes Mal, wenn die kommt, dann kommt die und möchte Kies verteilen. Kies? Nein, Omi Kies. Nein, Omi da Kies. Ja, auf jeden Fall. Samstag wieder. Samstag, genau, Samstag wieder. Und auf jeden Fall. Wir haben die sagenumwobene Zeit erreicht am Ende jeder Folge, dass einige Titeln das Folgenende, ich mag das nicht so, ich sag einfach, wir machen ein kurzes Päuschen. Sieh mir in die Augen, Kleines. Nimm deinen Helm ab und sieh mir in die Augen. Ich sehe gerade auf deinem Blog. Auf welchem Blog? Der durch die Tür ragt. Jetzt ist er weg. Es ist ja wieder da. Es ist eine Stufe. Naja, auf jeden Fall, wer wissen möchte, was dahinter ist, der muss sich, der muss in der nächsten Folge nochmal zugucken. Und von meiner Seite schon mal soweit, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns spätestens in der nächsten Folge. Tschüss! Wie auch schon beim letzten Mal von meiner Seite, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, entweder morgen um 15 Uhr oder morgen um 18 Uhr oder heute um 18 Uhr oder was auch immer, was für ein Tag ist, was hochgeladen wird. Aber allerspätestens samstags 19 Uhr. Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.